Vorsichtig bewegen. Und immer wachsam sein. Ist für Grenzgänger überlebenswichtig. Eisvogel und Wildkatze leben in einem schmalen Streifen, der über 100 verschiedene Biotope verbindet. Eine Lebensader, die früher einmal lebensgefährlich war. Heute ein einzigartiges Refugium mit einem breiten Artenreichtum. Vom Vogtland über den Thüringer Wald, den Harz, die Altmark, den Schalsee bis zur Ostsee knüpft sich eine einzigartige Perlenschnur der Natur. Symboltier und Mitbegründer dieses grünen Streifens ist das Braunkehlchen. Im Schatten der damals innerdeutschen Grenze entdeckten Naturschützer in Bayern Ende der 1980er Jahre, dass die selten gewordenen Vögel ausgerechnet hier so zahlreich nisten wie sonst nirgends mehr. Eine Entdeckung, der viele andere folgten und die Einzigartigkeit dieses Refugiums unterstreicht. Daraus entwickelten Naturschutzverbände ein Schutzprojekt unter dem Namen Das Grüne Band. Eine Lebensader, deren Ursprung aber lebensfeindlicher nicht sein kann. Kilometer Zäune und 200 Kilometer Mauer teilten Deutsche von Deutschen, trennten Ost und West. 850 Wachtürme, über 40 Jahre lang täglich besetzt, Tag und Nacht. Der eiserne Vorhang, 3 Meter hoch, davor der Todesstreifen, unüberwindbar. Mit Selbstschussanlagen und Minenfeldern. Ein Kfz-Sperrgraben 1400 Kilometer lang und ein Kontrollstreifen, der mit Pestiziden pflanzenfrei gehalten wurde. Keine Chance für Leben. Doch vor diesem Todesstreifen auf der Ostseite gab es auch noch eine 5 Kilometer breite Sperrzone, die kaum ein Mensch betreten durfte. In diesem Niemandsland konnte sich dafür die Natur unbehelligt entfalten. Ungestört überlebten hier viele vom Aussterben bedrohte Arten. Seltenheiten wie der Torfwiesenscheckenfalter, das Knabenkraut oder die Glockenblume. Unkontrolliert entstand hier eine Nische für über 5200 Tier- und Pflanzenarten, wovon über 600 stark gefährdet sind. Für viele Tierarten wie den Schwarzstorch, den Moorfrosch oder den Seeadler bietet das Grüne Band bis heute einen idealen Lebensraum. Und dieses Gebiet wird auch heute wieder aufmerksam überwacht. Film- und Fotofallen halten jetzt nur noch die Wanderungen der tierischen Grenzgänger fest. Und statt Grenzwächter sind es heute Wächter der Natur, die am grünen Band patrouillieren. Einer von ihnen ist Peter Schad. Fast sein ganzes Leben lang streift er durch die Waldgebiete an der sächsisch-bayerischen Grenze im Vogtland.
Früher hat er mit für die Undurchdringlichkeit dieses Gebiets gesorgt. Heute freut er sich, dass Grenzgänger wieder frei wandern können. Gerade auch die Wildkatze. In ganz Deutschland bewegen sich etwa 6.000 bis 7.000 Wildkatzen wieder frei. Und wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass die Wildkatze hier nie weg war. Erst ums Jahr 2000 herum, Anfang, hat man sich wieder verstärkt interessiert für die Wildkatze und hat Erhebungen angestrebt. Und heute haben wir das praktisch so weit, dass wir über Deutschland mehr oder weniger flächendeckend wissen, wo Wildkatzen sind und wo bisher noch nicht. Mit speziellen Methoden werden ihre Zahl und ihr Revierverhalten erforscht. Dafür schlägt Peter Schad an bestimmten Punkten Lockstöcke ein und besprüht sie mit Baldrian. Diesen Geruch können die nachtaktiven Tiere über viele Kilometer riechen. Im Baldrian enthaltene Alkaloide wirken besonders in der Paarungszeit wie ein Sexuallockstoff auf die scheuen Tiere. Katzen und Kater hinterlassen so ihre Spuren an der Duftfalle. Früher konnte die Ostkatze den Westkater nie besuchen. Der Zaun aus Streckmetall war selbst ein Grenzgänger. Im Westen in Salzgitter hergestellt und über Schweden in die DDR geliefert. Hier wurde er zum unüberwindbaren Hindernis. Aber es gab auch Ausnahmen. Wenn man klein genug war oder fliegen konnte. In seltenen Fällen hat dieser Zaun sogar ein Leben gerettet. Die wenigen noch sichtbaren Reste der ehemaligen Grenzzäune behindern heute keine Wildkatze mehr. Dafür sind die Offenlandflächen zwischen den Wäldern ein Hindernis, das die scheuen Tiere meiden. Waldbiotope sind am grünen Band viele zu finden. Aber für Wildkatzen müssen es zusammenhängende Wälder sein, die bei ihren Wanderungen in neue Reviere ausreichend Deckung bieten. Hier sind andere Tiere unbewusst zu Helfern der Wildkatze geworden. Wildschweine. Als die Grenzanlagen noch intakt waren, hatte auch das Schwarzwild nur einen begrenzten Lebensraum. Die Wildschweine haben sich im Grenzgebiet richtiggehend gestaut. Im Gegensatz zu Rehen, die junge Triebe verbeißen, sind Wildschweine eher die Pflanzer der Wälder. Durch die Nahrungsaufnahme von Waldfrüchten, das Aufreißen der Böden und die Ausscheidungen entlang des Grenzzaunes haben sie am grünen Band neue Waldgebiete geschaffen. Heute ideale Korridore für die Wildkatzen. Für Wildschweine auf der Ostseite bot die Sperrzone früher Schutz, denn hier herrschte weitgehend Jagdverbot für Tiere. Dadurch war die Population hier auch höher als die im Westen. Als dann die Grenze geöffnet wurde, war das natürlich für die Wildschweine wie ein Eldorado. Das heißt, sie überschritten im Schweinsgalopp die Staatsgrenze und haben sich dann ins Hessische und ins Bayerische abgesetzt. Zum Leidwesen der Bauern, aber zur Freude der Jäger, weil dann die Schwarzwildbestände dort entsprechend auch angestiegen sind. Doch die Jägerschaft hat Konkurrenz bekommen.
Inzwischen lebt ein Tier im grünen Band, das es zu Grenzzeiten noch gar nicht in Deutschland gab. 2012 wurde er zum ersten Mal in Niedersachsen im Gartower Forst beobachtet. Der Wolf. Er nutzt diesen Schutzraum auch als Rastplatz auf seiner Wanderung. Aus dem Osten Europas kommend, dehnt er seinen Lebensraum ungehindert immer weiter nach Westen aus. Das grüne Band erstreckt sich vom Vogtland bis zur Ostsee und ist ein Querschnitt durch fast alle deutschen Landschaften. Über Mittelgebirge, Waldgebiete und Offenländer verbindet es unterschiedliche Biotope. Im Norden wird das Bild von Erlenbruchwäldern, Feuchtgebieten, Brachflächen und Altgrasfluren bestimmt. In dieser Landschaft, in der Altmark, ist Olaf Olenik aufgewachsen. Während der Wendezeit von 1988 bis 90 musste er an der ehemaligen Grenze seinen Wehrdienst für die DDR leisten. Ein Grenzgänger, der sein ganzes Leben in diesem erst geteilten und dann wiedervereinigten Land verbracht hat und die Veränderungen genau registriert. Für mich ist die Arbeit am Grünen Band deswegen interessant, weil ich hier in der Gegend verwurzelt bin, weil ich hier geboren wurde, weil ich das seit Jahrzehnten kenne, auch noch in dem anderen Zustand, als hier die Grenzsperranlagen gelegen haben. Deswegen ist es für mich interessant, sich das anzuschauen, wie sich das alles entwickelt im Nachhinein und dann zu vergleichen, wie es früher mal gewesen ist. In den Brachflächen mit den feuchten Niederungen fühlen sich Bekassinen wohl. Kröten und Frösche finden ausreichend Laichplätze. Auch für Braunkehlchen ist das hier ein ideales Biotop. In fast ganz Europa steht der seltene Singvogel auf der roten Liste der bedrohten Arten. Denn solche Reviere sind durch die intensive Nutzung allerorten rar geworden. Am grünen Band findet der kleine Vogel gleich an mehreren Stellen noch Lebensräume mit ausreichend Nahrung und vor allem Schutz für seine Brut. Weil dieser Bereich früher auch zu DDR-Zeiten und späterhin dann auch noch nicht vollflächig, aber kleinflächig relativ extensiv genutzt wurde. Und diese Braunkehlchen mögen diese relativ spät gemähten Wiesen, wo sie ihre Nester anlegen können in der tiefen Bogenvegetation und wo der Wiesenschnitt relativ spät vonstatten geht. Olaf Olenik hat als Ornithologe am Grünen Band gearbeitet und ist auch mit der Kartierung von Moorfröschen beschäftigt. Bei der Brautschau wechseln die Männchen ihre Farbe. Eine Flüssigkeitsansammlung unter der Haut macht sie kurzzeitig zu Blaumännern, um Weibchen anzulocken. Doch das Blaumachen dauert nur 1 bis 2 Tage, bis das Ziel erreicht ist. Die Frösche hatten den Tümpel schon besetzt, als auch der Wachturm noch besetzt war. Ihre Bestände variieren allein nach niederschlagsreichen oder sehr trockenen Jahren. Also mit den Moorfröschen und anderen Sumpfbewohnern hier in der Gegend, im Gegensatz zu vor 25 Jahren, es ist weniger geworden. Man kann sich natürlich über jeden Moorfrosch nur freuen, weil so viele Moorfrösche haben wir hier nicht mehr. Und die Stellen, die ganz besonders gut besetzt sind, ist natürlich schon toll, dass man sich das angucken kann. In Erlenbruchwäldern, in der Altmark und im Wendland finden Kraniche ideale Brutbedingungen.
Ihre Nester legen sie gerne auf kleinen Inseln an, wo ihr Nachwuchs vor Raubfeinden wie Füchsen sicher ist. Ihre Population hat sich nach der Grenzöffnung erhöht. Also stark positiv hier in dem Raum hat sich der Kranich entwickelt. Der war vor 20, 25 Jahren hatten wir hier in dem Raum so in etwa einen Teil der Westgrenze seiner Verbreitung gehabt. Und da waren diese Vorkommen hier auch ziemlich bedeutend, sind sie heute auch noch. Aber der Kranich hat sich sehr positiv entwickelt. Das kann man auch in Verbindung mit dem grünen Band sehen. Kraniche nutzen verschiedene Biotope. Moore und Wälder zur Brut und als Verstecke, Felder und Wiesen zur Nahrungssuche sowie Sumpfgebiete und Seichtgewässer als Schlafplätze. Viele dieser Lebensräume finden sich auch am Schalsee. Früher verlief die ehemalige Staatsgrenze mitten durch den See. Heute kümmern sich Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam um dieses Biosphärenreservat der UNESCO. Der Schalsee gilt als der tiefste Klarwassersee Norddeutschlands. Für seine tierischen Bewohner hier war die ehemalige Grenze nie ein Hindernis. Denn einen 72 Meter tiefen See konnte man nicht bis an den Grund absperren. Das Seebiotop bietet für viele Wasserbewohner ideale Bedingungen. Insbesondere für Fischliebhaber. Haubentaucher und Fischotter sind Spezialisten, was die Fischjagd angeht. Manchmal müssen sie nur darauf achten, die passende Größe zu erwischen. Nicht jeder, der eine große Klappe hat, kann auch einen dicken Fisch verspeisen. Der Fischotter war ein Grenzgänger, der sich durch Sperranlagen im See kaum aufhalten ließ. Ungehindert konnte er zwischen Ost- und Westufer pendeln. Doch mit Vorliebe geht er in kleinen Flussläufen auf die Jagd. Und hier werden ihm bis heute die alten Grenzen deutlich gemacht. Einige Abflüsse, wie Bäche oder Sperrgräben, die Richtung Westen führen, sind von damals noch mit Gittern versehen, wo maximal kleinere Fische hindurch flüchten können. Für so manchen Fisch lebensrettend, für Otter keine Chance. Die natürliche Entwässerung des Schalsees verläuft nach Süden über die Schale und die Sude, die dann in die Elbe mündet. Von Schnakenburg bis Lauenburg bildete der Fluss fast durchgehend die ehemalige Grenze und ist heute in Form der Elbtalauen ein besonders wertvoller Lebensraum. Auch dieser Teil des Grünen Bandes wurde als UNESCO-Biosphärenreservat anerkannt. Die Flusslandschaft ist Brutplatz, Tankstelle oder Überwinterungsquartier für tausende Vögel. Über 150 Vogelarten leben hier und ca. 100 Gastvogelarten nutzen die Region im Winterhalbjahr für Nahrungssuche und Rast. Im Spätsommer finden sich in den Nebenarmen der Elbe viele Futtersuchende ein. Sogar die sonst so seltenen Schwarzstörche kommen jetzt in größeren Trupps zusammen, um sich Fettreserven für den langen Zug in den Süden anzufressen.
Alte Flussarme, Feuchtwiesen und Auwälder prägen die weitgehend ursprüngliche Flusslandschaft mit den markanten Überschwemmungsflächen. Die naturnahe Flussdynamik ist erhalten geblieben. Hier wurde nie etwas begradigt. Der einzige, der hier etwas verändern darf, ist ein tierischer Baumeister. Der Biber, das größte Nagetier Europas. Durch das Anstauen von Gewässern schaffen diese Baumeister der Natur sogar neue Biotope für andere Arten. Auch Libellen sind im Biberteich zu finden, darunter sogar die stark gefährdete grüne Keiljungfer. Für Amphibien oder Eisvögel ein idealer Lebensraum. Und ein ausgezeichnetes Jagdgebiet. Der Biber ist ein Grenzgänger, der als echter Ossi gilt. In Deutschland waren die Tiere schon fast ausgestorben. Nur in der DDR gab es noch eine kleine Restpopulation an der Mittelelbe. Aber Meister Bockert blieb freiwillig im Osten. Denn obwohl er die Grenze hätte leicht durchschwimmen können, siedelte sich der Nager kurioserweise erst nach dem Mauerfall auch im Westen an. Biotope, wie sie der Biber schafft oder andere seltene Naturräume, finden sich über ganz Deutschland verteilt. Das Besondere aber am grünen Band ist, hier sind sie miteinander verbunden. Über 100 verschiedene Biotoptypen auf einer Länge von 1400 Kilometern. Das eröffnet vielen Tierarten neue Möglichkeiten, attraktive Lebensräume zu erschließen oder sich inzuchtfrei zu vermehren. Neue Perspektiven, nicht zuletzt für Wildkatzen. Sie lieben naturnahe Laub- und Mischwälder mit einem hohen Totholzanteil. Doch Verstecke wie Baumhöhlen sind in unseren aufgeräumten Wäldern rar geworden. So müssen sie anderswo Schutz suchen. In alten Fuchs- oder Dachsbauten zum Beispiel. Ein Wildkatzenmonitoring überwacht ihre Bestandsentwicklung. Dafür sammelt Peter Schad an seinen Lockstöcken Haarproben für eine Gendatenbank. Die erste ihrer Art für ein Säugetier in Deutschland. Peter Schad wollte schon immer genau wissen, wer in seinem Revier unterwegs ist. Bevor er Naturschützer wurde, war er über 22 Jahre Grenzoffizier in der DDR. Während meiner Dienstzeit an der Grenze sah ich natürlich auch eine Aufgabe darin, die jungen Leute, die da zum Teil aus Großstädten gekommen sind, auch mit der Natur vertraut zu machen. Das war insofern wichtig, weil ein Grenzer natürlich auch unterscheiden musste, was gehört an Geräuschen in die Natur hinein und was ist eventuelle Fremdgeräusch, was nicht hineingehört. Und dabei spielte der Igel immer mal eine mysteriöse Rolle.
Weil die Igel haben, wenn sie sich in der Nähe von Menschen bewegen, dieses Merkmal, dass es praktisch klingt, als wenn sich ein Mensch bewegen würde. Zu Grenzzeiten waren Bewegungen in dieser Zone für jeden riskant, der sich unerlaubt hineinwagte. An Stellen, die nicht gut einsehbar waren, wo der Wald sehr dicht an die Staatsgrenze rangeführt hat, dort wurden dann Signalgeräte aufgestellt. Es ist natürlich schon an der Staatsgrenze auch vorgekommen, dass diese Signalgeräte zum Beispiel durch Wildtiere ausgelöst wurden. Besonders war da Rehwild dafür geeignet, auch Schwarzwild. Die haben sie auch gleich mal rausgerissen und niedergetrampelt. Die Stolperdrähte im Vorfeld der Todeszone lösten als Warnung eine Leuchtrakete aus. Die Selbstschussanlagen waren tödlich. Der Plan der DDR, die Grenze abzuriegeln und für die Menschen hier undurchdringlich zu machen, funktionierte bei Tieren nicht so ganz. Wer gut graben konnte, wie der Dachs, hat immer einen Weg in den Westen gefunden. Mitunter war der Zaun aber auch mit Löchern versehen. Die wurden von den Grenzern extra in den Zaun eingebaut, damit Tiere die Grenze queren konnten. Diese Wildschlüpfe wurden nicht aus Liebe zu den Tieren eingebaut, sondern weil sie zu oft die am Zaun installierten Selbstschussanlagen auslösten. Auf den alten Kolonnenwegen wandern jetzt Naturfreunde entlang. Von Olaf Olenik erfahren sie, was an der ehemaligen Grenze heute so los ist. Welcher Grenzgänger wo wohnt und wohin er auf Nahrungssuche geht. Oh, jetzt guck mal da hinten hin. Da fliegt jetzt ein Seeadler. Oh, was für ein großer Kerl, ha? Die brettartigen Flügel. Ja. Ja, und der brütet da hinten, etwa 2 Kilometer ab von hier, im Niedersächsischen schon. Da hat er seinen Horst im Blütinger Wald. Dort brütet er und ernähren tut er sich hier bei uns an den Briezer Teichen in Sachsen-Anhalt. Früher gab es die Kindergärten im Osten und die Delikatessen im Westen. Im Gegensatz dazu holt der Seeadler schon immer seine Mahlzeiten in der Altmark im Osten und hütet im westlichen Wendland seine Kinder. Er ist ein Beispiel dafür, wie verschiedene Biotope von Tieren genutzt werden, wenn sie zusammenhängen. Der Seeadler zieht im Waldbiotop seinen Nachwuchs auf und besorgt die Nahrung in Gewässern oder Grünländern. Das einstige Niemandsland, die 5 Kilometer breite Sperrzone vor den Grenzanlagen, existiert nicht mehr. Nur der ca. 50 bis 100 Meter breite Streifen, die ehemalige Todeszone vom Zaun bis zum Kolonnenweg, ist heute das grüne Band. Und an einigen Stellen hat dieses Band noch Lücken. Manche Gebiete sind in Privatbesitz und werden landwirtschaftlich genutzt. Zudem wird das grüne Band auch von Autobahnen und Fernverkehrsstraßen durchschnitten. Aber ein Grenzgänger wie der Dachs muss sich hier nicht mehr unter den neuen Hindernissen hindurchgraben. Extra für die Tierwanderungen eingesetzte Wildtunnel bieten Schlupfwege für viele Tiere. Außerdem gibt es grüne Verbindungspfade wie an der A38, wo die Autobahn unter dem grünen Band hindurchführt. Musik
Dank solcher Verbindungen ist es für Tiere möglich, das grüne Band nicht nur zu queren, sondern über größere Strecken auch in Längsrichtungen zu nutzen. Den ersten Beweis dafür lieferte ein Grenzgänger, den es während der Zeit des geteilten Deutschlands dort nicht gab. Seit dem Jahr 2000 werden im Nationalpark Harz, durch dessen Mitte das grüne Band verläuft, Luchse ausgewildert. Viele der Tiere sind besendet, sodass ihre Wanderverläufe dokumentiert werden kann. Der Luchs mit der Nummer M2, der 2011 freigesetzt wurde, wanderte über 90 Kilometer durch verschiedene Biotope direkt am grünen Band entlang. Dabei querte er überraschenderweise sogar viele Offenländer und war ein erfolgreicher Jäger. Innerhalb von 9 Monaten standen 37 Beutetiere auf seinem Speisezettel, davon 34 Rehe, ein Fuchs, ein Waschbär und ein Igel. Die Wanderung des Luchses M2 verlief vom Harz bis ins Werratal. Hier verläuft die Grenze zwischen Thüringen und Hessen. Die Biotope links und rechts vom Grenzfluss sind für Weißstörche ideal. Sie lebten schon zu Grenzzeiten in den Dörfern im Sperrgebiet. Die Bewohner hier sagten immer, die Störche wohnen billig im Osten und gehen zum Einkaufen immer in den Westen. Und das ist noch heute so. Störche sammeln in Hessen die fetten Mäuse ein und tragen sie zu ihrem schreienden Nachwuchs in Thüringen. Ein ausgewachsener Storch benötigt ca. 500 Gramm Nahrung pro Tag, ein Jungstorch hingegen über das Doppelte. Mitunter kommt den Störchen die Grasmaat zugute. Doch wenn sie intensiv betrieben wird, zerstört sie die Lebensräume vieler Wiesenbewohner, wie auch der Braunkehlchen. Viele Flächen dürfen erst ab dem 1. Juli gemäht werden, wenn die Jungvögel ausgeflogen sind. Früher wurde hier ein- oder zweimal im Jahr gemäht, damit Grenzer auf der DDR-Seite freie Sicht hatten. Das Ergebnis dieser Grenzüberwachung damals war ein Vorteil für die Tierwelt, der heute auf der Kippe steht. Was mit dem grünen Band passiert, wenn man sich darum nicht kümmert, um diese Flächen, ist, das geht alles nur in Sukzession über. Erst ist es eine Krautflora, dann ist es eine Buschflora und am Ende sind es dann Bäume. Also das ist dann eine etwas breitere Hecke, aber da sind im Augenblick noch so viele unterschiedliche Lebensräume, die man schützen und gestalten könnte und die nichts mit dem Lebensraum Wald zu tun haben, Trockenrasenflächen, Grünländer. Und das muss man halt pflegen, das muss man in Nutzung nehmen, um das als solches zu erhalten, was es im Augenblick ist. Denn das Ende der ganzen Sukzession, was wir hier haben, ist, am Ende steht überall Wald. Und gerade das ist nicht das Ziel des grünen Bandes. Vielerorts werden diese Flächen bereits schonend gepflegt, durch Konigpferde oder Urrinder.
Aber die beste Methode, Flächen offen zu halten, ist die Bewirtschaftung durch Schafe. Sie verhindern das Zuwachsen und lassen die Bewohner der Wiese überleben. Gisela Rossmeier ist Schäferin. Seit vielen Jahren schon beweidet sie mit ihren Tieren Flächen am grünen Band im Eisfeld. Schafe eignen sich wunderbar dafür, die Landschaft schonend frei zu halten. Nicht umsonst sagt man immer, das Schaf hat einen goldenen Huf und einen goldenen Biss. Das liegt uns sehr am Herzen, die Natur bzw. auch dieses, sag ich mal, Mahnmal zu erhalten, die Flächen offen zu halten, für spätere Generationen zu zeigen, wo war hier Deutschland mal geteilt. Gisela Rossmeier hat schon zu DDR-Zeiten im Sperrgebiet gewohnt, dem 5 Kilometer breiten Niemandsland, in dem nur noch wenige Menschen lebten. Ständig musste sie einen Passierschein bei sich tragen. Freunde oder Verwandte durften sie nur mit Erlaubnis besuchen. Da wir ja im Sperrgebiet so gut behütet waren, konnte man sich nicht vorstellen, dass es jemals eine Öffnung der innerdeutschen Grenze geben wird. Und als dann 1989 die Grenzen aufgingen, war ja die Euphorie unwahrscheinlich groß. Und wir sind dann alle gleich an die Grenzstellen, die geöffnet worden sind, und haben uns umarmt und uns gefreut. Und man hat zu schätzen gewusst, wie das ist, wenn man überall hinkommt, wenn man frei ist. In den kaum bewirtschafteten Grenzflächen wurde gleichzeitig noch eine ganz andere Entdeckung gemacht. In den langgrasigen Wiesen hat sich eine ungeheure Artenvielfalt erhalten. Darunter ein Tier, von dem es nur noch 2 Populationen in ganz Deutschland gibt. Eine davon hier im grünen Band in Südthüringen. Die Wanstschrecke. Sie legt ihre Eier am Wiesengrund in den Boden und im Gegensatz zu anderen Schrecken brauchen diese 2 Jahre für ihre Entwicklung. Nur im Juni und Juli sind die Schrecken sichtbar und dann auch nur die Männchen, die an den Halmen nach oben klettern, um nach Bräuten Ausschau zu halten. Aber zu dieser Jahreszeit lauern einige Gefahren. Viele hungrige Schnäbel sind zu stopfen. Der Braunkehlchen-Nachwuchs ist inzwischen flügge geworden. Die Vögel kommen fast flächendeckend am grünen Band vor, überall dort, wo sie entsprechende Habitate finden. Circa 30% seines Körpergewichts benötigt ein junges Braunkehlchen täglich als Nahrung. Am grünen Band liegen verschiedene Biotope nah beieinander. Streuobstwiesen sind ideale Lebensräume für Steinkreuze. Die Nisthilfen in den Obstbäumen nehmen sie gerne an, da es natürliche Baumhöhlen kaum noch gibt. In der angrenzenden Hochgraswiese finden die Wanstschrecken am Grund gute Deckung. Und der Steinkauz geht sowieso am liebsten im Magerrasen auf die Jagd. Doch wenn sich die Gelegenheit auf eine proteinreiche Wanstschrecke ergibt, wechselt er schon mal ins benachbarte Jagdrevier. Denn der Nachwuchs ist hungrig. Thank you.
Vielerorts ist bereits Gras gewachsen über die alten Geschichten. Nur noch an einigen wenigen Stellen entlang des grünen Bandes ist die Vergangenheit erkennbar. Diese Elemente, diese Zeitzeugen, da sind nur noch ganz wenige davon erhalten geblieben. Und wären die nicht, würde man nicht wissen, wo man ist. Denn wenn der Turm hier hinten zum Beispiel fallen sollte, ist gar nichts mehr da. Und vielleicht ein, zwei Generationen weiter, dann hat man das auch alles vergessen, wie das mal war. Neben dem alten Kolonnenweg sind nur noch einige Dutzend der ursprünglich 850 Wachtürme sichtbare Relikte des einst lebensfeindlichen Streifens. Und manche dieser Mahnmale der Vergangenheit erfüllen heute sogar einen neuen Zweck für die Natur. Dieser Wachturm ist voller Leben. Turmfalken ziehen hier ihren Nachwuchs groß. Die Reste der Beutetiere locken Insekten an, von denen wiederum die Bachstelze profitiert. Ihr Nachwuchs ist eine Etage tiefer untergebracht. Und wenn die anderen sich zur Ruhe begeben, bleibt genügend Nahrung für die Nachtschicht übrig. Fledermäuse verschlafen in dem alten Gemäuer den Tag. Das Biotop Wachturm, das es offiziell noch gar nicht gibt, lockt vielleicht auch manche neuen Interessierten auf den alten Kolonnenweg, um das Naturwunder Grünes Band zu erleben. Eine neue Generation Braunkehlchen ist schon da.